Guten Morgen. Es ist jetzt 3 Uhr am 10.08.2017 und ich gehe jetzt duschen, weil in anderthalb Stunden mein Zug kommt und dann geht's auf nach Düsseldorf. Ich freue mich so. Ich glaube, ich habe jetzt alles gepackt. Wenn ich irgendwas vergessen habe, habe ich Pech gehabt. Bis später. Ich war jetzt duschen und ziehe mich gerade an. Ich wollte nur noch mal festhalten, das hier ist heute, bis auf die Kompressionsweste nach der OP, das allerletzte Mal, dass ich ein Bein da tragen muss. Das allerletzte Mal heute. Die letzten 4 Stunden. Drei. Wie viel waren wir? Halb vier. Fünf, halb sechs, halb sieben. Die letzten 3,5 Stunden. Es regnet draußen. Das heißt, ich kann gleich mit meinen 2 Taschen im Regen zum Bahnhof laufen. Auch geil. Und sorry für das Licht und für die Qualität. Schön ist mit meinem Handy. Weil mit meiner Kamera wäre ein bisschen zu anstrengend. German Mädchen. So. Ich hab voll den Pickel da. Es ist jetzt 3:34 Uhr. Ich bin schon fertig. Aber mein Zug kommt erst in einer Stunde. Da unten ist meine Tasche. Ich brauche nur eine Viertelstunde zum Bahnhof. Also würde es reichen, um 4 loszugehen. Es regnet immer noch. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Regenschirm besitzen. Ich weiß nichts mit mir anzufangen. Mann, was mache ich denn jetzt noch die letzte halbe Stunde? Wieso bin ich immer so früh fertig? Also eigentlich würde ich jetzt essen, weil ich habe Hunger und weiß auch nicht, aber ich darf nichts mehr essen. Ich habe eben meinen letzten Schluck Wasser getrunken. Und ich habe gestern noch einen Tipp von Torben bekommen. Und zwar habe ich mir noch Hausschuhe eingepackt und eine Mehrfachsteckdose. Weil man kommt ja nicht so leicht mit den Armen. Ne? Wisst, was ich meine? Es ist früh am Morgen. Und dann ist so eine Mehrfachsteckdose easy, weil dann ist das Ladekabel näher an einem. Mann, bis gleich, Leute. Ki, es ist jetzt 4 Uhr. Ich bin jetzt am Bahnhof. Es regnet. Und ja, jetzt kann ich eine halbe Stunde auf meinen Zug warten. Ich muss aber noch mein Ticket holen.
Und die Tasche wird so schwer langsam. Aber ich sitze ja gleich 1,5 Stunden im Zug rum. Ich sitze jetzt im Zug. Und wir haben 4.35 Uhr. Und ja. Ich melde mich nochmal, wenn ich da bin. Und dann bin ich in 3 Stunden hoffentlich schon im Traumland. Hi. Ich bin jetzt in diesem OP-Vorbereitungsraum. Hier ist mein sexy OP-Hemd und die Unterhose. Und ich habe schon meine Tunnel ausgezogen. Und jetzt kann ich mich langsam anziehen. Ich liege jetzt seit 1 Stunde hier rum in meinem sexy OP-Hemd. Ich habe ein bisschen noch geschlafen und jetzt warte ich auf die Ärzte oder wer auch immer da jetzt gleich kommt. Heute ist der 11.8. Ich bin jetzt einen Tag post-OP. Gestern konnte ich mich nicht melden, weil mir war kotzübel. Hab zweimal gebrochen von der Narkose, aber das kannte ich schon. Heute geht's. Schmerzen habe ich gar keine. Es fühlt sich an wie Muskelkater oder blaue Flecken. Hab so ein Dings an. Und ja, ich durfte heute Morgen kurz reingucken. Sieht richtig gut aus. Wenn alles gut läuft, kriege ich morgen die Drainagen gezogen und dann darf ich Sonntag nach Hause. Heute ist der, ich weiß es gar nicht, der 14. Ja, der 14.8. Ich bin jetzt 4 Tage Post-OP und gerade auf dem Weg nach Hause. Und ja, ich habe jetzt nicht so viel gefilmt im Krankenhaus, auch wegen meinen Bettnachbarn. Und weil man eh die ganze Zeit eigentlich nur rumlag. Ich habe ein paar Fotos gemacht, die werde ich auf jeden Fall irgendwo einbasteln im Video. Und ansonsten werde ich zu Hause dann nochmal in Ruhe ein Video dazu machen.